Du freust dich doch, Knie, oder? So. Also, wir wollen da hin. Zack. Dann können wir gleich noch ein bisschen mehr daran. Ja. Und noch ein bisschen mehr hoch. Sehr schön. Okay, dann kommen wir schon mal auf eine richtig gute Höhe für den Dings. Das können wir schon mal so machen. Für den Ascending. War das Ascending oder Descending? Für den Ascending Node. Und dann müssen wir einmal auf dem Ascending Node die Inklination leicht anpassen. Das kriegt Jebediah aber, denke ich, ganz problemlos hin. Der ist auch total glücklich hier und wird am liebsten noch viel, viel länger rumfliegen. Gut, aber erstmal macht er sein Manöver. Sub-Goal pushen. So war das nicht gedacht, aber vielen lieben Dank. So. Drei Minuten bis zum Manöver. Das Manöver an sich sollte kein so Riesending sein. Ich denke mal, ich plane jetzt so 10 Sekunden oder sowas für ein. Zumindest was die Burnlänge angeht. Viel mehr dürfte es nicht sein bei den wenigen Delta V. Ja. Gut. Machen wir das schnell. So. Das sollte im Groben und Ganzen das Manöver ganz gut abbilden. Sehr schön, jetzt nehmen wir uns auf dem Ascending Node ein neues Manöver noch zur Brust, um das Ganze dann auch. Na gut, eigentlich müsste man erstmal bremsen, ne? Aber vielleicht kann man das kombinieren. Upp. Ein kombiniertes Bremse-Inklinations-Anpassungs-Tüdelmanöver. So, dann sind wir aber ein bisschen zu stark eingebremst. Sieht das aus? So. Ne, das ist ein bisschen viel des Guten. Okay, warte mal. Wir kommen dann rein und. Ich muss jetzt kurz mal mit meinen Knöpfen hier klarkommen. Wir kommen dann rein. Sind über ihm und. Target Position and Intersect ist hier. Wir sind dann dort. Das heißt, einholen ist eigentlich ganz gut. Das heißt, einen höheren Orbit ziehen ist super. Okay, sehr schön. Dann lasst uns das fliegen. Was sagt der Wecker sonst noch so? 6 Tage, sagt er. Bis zum nächsten Manöver. So, irgendwo hier ist auch Minmus. Da ist Minmus. Sehr schön. Gut, das Manöver dürfte sich größtenteils im Bereich Retro abspielen. Nicht komplett, aber zumindest relativ nah dran. Da ist auch schon unsere Basis zu sehen, aber zu der wollen wir heute gar nicht. Ihr seht, es ist schon relativ viel Aktivität auf der Minmus-Oberfläche mittlerweile. Oder ist das unsere Basis? Ich weiß es nicht, so viel schon gemacht. Wir wollen heute aber zur Raumstation tatsächlich und werden dafür jetzt mal unser erstes kleines Brems- und Inklinationsanpassungsmanöver durchführen, damit wir die Raumstation dann auch erreichen, um unsere Kandidaten dort abzuholen für den Transfer. Und dann sollten wir uns ein bisschen Treibstoff auch wieder aufnehmen. Dann, ich denke mal, der komplette Weg zurück zur Raumstation umkurbeln plus einbremsen wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Aber für das, was wir jetzt hier machen, reicht das alles noch? So. Bisschen Zeitraffer noch, 40 Sekunden nicht ganz Burntime, um unser Manöver durchzuführen. Okay, ich lasse so 35 Sekunden sacken.
Und los geht's. Gut, das sollte relativ einfach sein, das Ganze hier runter zu bremsen und ein bisschen der Inklination der Station anzupassen. Das wird sicherlich jetzt im ersten Anlauf nicht perfekt funktionieren, aber wir können ein, zwei Runden drehen, um die Inklination mit, ja, kleineren Manövern noch anzugleichen. Wir müssen eh warten, dass die Station uns einholt. Denn wie man sehen kann, wenn wir jetzt hier sind, die Station ist gerade hier drüben. Also wir belassen sie auch auf einem niedrigeren Orbit. Das ist ja der Plan unseres Manövers, sodass sie uns einholen kann. Schauen wir mal, wie gut es geworden ist. Geht so. Also kann man noch dran arbeiten, aber sieht schon mal nicht ganz falsch aus. Gut, also wir sind jetzt hier. Die Raumstation ist hier hinten und nähert sich langsam an. Noch hat sie eine Entfernung von 159 Kilometern. Wir können jetzt hier direkt vor uns den Ascending Node tatsächlich dafür benutzen, die restliche Inklination auszugleichen. Schwupp. Du hast die Flügel doch für Bremsen in der Atmosphäre mitgenommen, sonst sind die doch komplett wertfrei, oder? Die sind, nein, wenn, die sind nicht wertfrei, Toaster, die sind optisch wichtig. Also nein, die sind nicht fürs Bremsen in der Atmosphäre gedacht. Die sind einfach nur dafür da, um cool auszusehen, tatsächlich. Das sind reine Coolness-Flügel. Weil sonst hätte das Ding ausgesehen wie so ein, weiß ich nicht, Fieberthermometer oder sowas. Und so sieht's aus wie ein cooler Kampfjet ohne Steuerflächen und alles so ein Kram. Der einfach nur gut aussieht, weil wegen Flügel. So sieht's aus. Das ist die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, weil wegen Flügel. Nee, die haben tatsächlich überhaupt keinen Zweck. Die sind auch nicht dafür da, um auf Kerbin eine Aerobrake oder sowas zu machen. Die sind tatsächlich einfach dafür da, das richtige Feeling von Zukunftsraumfahrerei rüberzubringen. So, jetzt müssten wir ziemlich nah. Ne, wir sind sogar exakt bei 0,0 Grad Inklination. Sehr schön, dann können wir jetzt mal gucken, dass wir hier ein paar Rotationen nehmen, um die Geschwindigkeit, ne, die Geschwindigkeit nicht, die Entfernung der Raumstation zu uns zu reduzieren. Das Ganze können wir ja zum Glück ganz schön mit dem Zeitraffer beschleunigen. Ihr seht, hier geht es jetzt mit schnellen Schritten näher ran und wir müssen dann wahrscheinlich auch gleich mal in der nächsten Rotation. Ich denke mal, wenn wir mit dem Flugding hier drüben ankommen, können wir langsam mal beginnen. Hier sind wir ja relativ auf der gleichen Höhe, dass wir dann mal beginnen, hier ein bisschen zu bremsen. Mal schauen. Ich plane mal ein Manöver vor. Was wäre, wenn? Das war ein bisschen viel. Irgendwie tut es nicht komplett, was ich erwartet hätte. Da auch nicht. Wait, wait, wait. Sie ist jetzt noch 143 Kilometer weit weg. Und wenn wir dann auf der Periapsis einbremsen. Echt, kriegen wir Zufallstreffer hin, weil das wäre jetzt so ungefähr, ich ändere gar nichts und dann funktioniert es exakt. Ich guck mal, mal gucken. Wir warten mal, bis wir an unserem Encounter sind. Das wäre ja total albern, wenn es so einfach wäre. Das würde auch erklären, warum mein Manöver nicht das Erwartete erbringt. Weil es einfach funktioniert. Auf Magie und so. Ja, der Treffer war leider so gut, den musste man nicht mehr korrigieren. Ich bin schon auf 1,1 Kilometer dran, ich musste nur noch fragen. Gut, dann muss ich nur noch warten und dann bremsen, wenn wir hier sind. Das war doch erschreckend einfach.
Gut, dann einmal rangezeitraffert und da kommen wir auch schon auf die Raumstation zugefallen. Da lädt sie. So, und jetzt gehe ich mal in die Bremse, um mich ranzuziehen. Und dann holen wir uns das erste Docking. Mit der Raumstation, würde ich sagen, um unsere Kollegen da abzuholen. Und können eigentlich nach einem kurzen Refueling, wir müssten eigentlich auch genug Sprit da haben, um das Shuttle wieder aufzufüllen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Kann ich eigentlich nur Oxidizer herstellen? Schwierige Frage. So, ich glaube, viel besser wird es gleich nicht mehr werden. Aber wir müssen auch wirklich nur ganz wenig Geschwindigkeitsunterschied rausnehmen. Deshalb machen wir das so spät wie möglich. Wir kommen unter die 1000 Meter, wie es aussieht. Okay, ich würde sagen, jetzt bremse ich mal so langsam. So. Und dann fliegen wir mal zur Station, würde ich sagen. Jebediah ist schon ganz aufgeregt, was ihn da alles Spannendes erwarten wird. Damit wir ihn nicht zu lange auf die Folter spannen, fliegen wir auch mal direkt mit 10 Metern pro Sekunde. Don't do this at home. Ist nämlich ein bisschen schnell in der Endannäherung, aber wenn man weiß, was man tut, ist es eigentlich ganz okay und beschleunigt Sachen doch extrem. Und wir haben ja schließlich heute nur noch 2 Stunden. Wir wollen ja noch ein bisschen was machen. Da können wir mal unser Docking beschleunigen. So, wie wird unser Docking abgehen? Natürlich wie immer über diesen wunderschön seitlich angebrachten Dockingport. Eine der besten Erfindungen, seit man schwieriges Docking erfunden hat, denn sonst ist Docking viel zu einfach. Jack hat mir das auch schon mal gezeigt, wie man mit so automatisch aufeinander ausgerichtet, dank Target, Prograde, Hold-Dingern und so weiter, was super cool funktioniert, wenn man ein Gerät hat, was über die Längsachse komplett seinen Dockingport hat. Sieht sehr cool aus, funktioniert sehr geil automatisch, ergibt ein sehr cooles Docking, aber natürlich ist es muchos more awesome, wenn man das einfach seitlich alignt. Beschleunigung beschleunigt das Ganze. Aha, ja. Habe ich das wirklich gesagt? Wenn ja, dann war das ein ich rede gerade zu viel Fuck-up. So, ich probiere mal zu bremsen. So, wir kommen tatsächlich relativ nett leicht seitlich versetzt rein. Da können wir gleich mal gucken, wo der Dockingport ist, den wir suchen. Genau, funktioniert immer, außer man hat den Dockingport seitlich. Jack, wie läuft es eigentlich mit deinem Movember-Gedöns-Dingsbums? Ich war leider die ganze Woche nicht nur so land unter, dass ich selber nicht streamen konnte. Ich konnte auch in deinen Stream nicht reingucken. A, siehst du schon wieder aus wie ein erwachsener Mann? B, wie laufen die Spenden? Du hattest ja auch ein Spenden-Goal für diesen Monat, für die Movember-Aktion. Und Neo sehr gerne, also Neo B38, um Verwirrung zu vermeiden. Freut mich, dass die Tutorial-Videos dir geholfen haben. Und ja, ich streame tatsächlich auch auf Twitch. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich den blöden Dockingport erwische. Zip. Ach, an dem hängt noch das andere Gefährt dran, ne? Ja, gut, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal kurz ein paar Sachen klären. Nämlich zum Beispiel. Das hier. Da ist nur noch Luis drin und hier ist nur noch. Sehr schön, okay. Dann muss Luis den Dockingport jetzt mal kurz freigeben, ob es ihm gefällt oder nicht.
Denn wir haben jetzt Besuch vom Shuttle. Und noch habe ich hier keine echte Docking Bay. Das muss ich unbedingt auch noch machen. Ihr erinnert euch, diese Docking Bay, die ich an die Kerbin Space Station gebaut habe. Diese Docking Bay will ich hier unbedingt auch anbringen. Also dieses Modul mit Strom und Docking in einem, um in die Breite zu gehen. Das fand ich ziemlich gut. Das würde ich hier gerne, wie gesagt, auch anbauen. Irgendwo hier so. Dann kann man nämlich relativ viele Gefährte... antackern. So. Gut, hier machen wir mal. Die Bremse rein. Da hinten sieht man übrigens auch schon in so einem ganz flachen Profil das Shuttle lauern. So, ein netter Nebeneffekt ist, das Ding beleuchtet uns ganz gut die Landezone. So, und wir werden dann mal das Shuttle da jetzt dazwischen quetschen. Gut, lasst uns mal gucken. Vielleicht, ja, ganz vielleicht, kann ich bitte einen Nevball bekommen? Dankeschön. So. Da ist unser Dockingport. Wie wäre es denn, wenn wir das ein bisschen drehen? So. Und erstmal drunter durchfliegen. Oder? Erstmal so eine kleine Ehrenrunde um die Space Station drumherum. Habe ich eigentlich SAS an? Ja. So. IVA Docking? Ich weiß auch nicht, ob ich ein IVA Docking machen. Aber... zum Anpeilen ist das ganz praktisch. Weil wir jetzt weiß ich relativ sicher, dass ich da unten durchgleite. Und wir nicht in irgendwelche Probleme reinkommen. Ist das mit der Mondstation und so weiter auch mit Vanilla möglich? Ja, es ist möglich, aber du hast natürlich ein paar der Bauteile, die ich da benutze, nicht? Und diese ganze Nahrungsmittelproduktion, die ist in Stock natürlich unnötig und du hast auch nicht die Teile dafür. Was du machen kannst, also was geht, ist die Spritproduktion, die ich unten auf Minmus betreibe. Das funktioniert auch mit Stock-Bordmitteln. Da scannst du halt nach dem Ohr. Also es gibt auch nur die eine Ressource. Und du kannst dann trotzdem Sprit herstellen und oben an der Station eben anbieten. Was du halt nicht hättest, wäre jetzt zum Beispiel sowas wie dieses aufblasbare Teil hier. Diese Teile nicht, aber zum Beispiel dieses Labor hier. Und irgendwo habe ich auch den Hitchhiker-Container, glaube ich, verbaut. Die hast du ganz normal. Das sind die ganz normalen Solarpaneele. Also ja, du hast ein paar Teile nicht, aber rein technisch funktionieren tut's auf jeden Fall. Da musst du dir keine Sorgen machen. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Also wir kommen mit 0,6 Meter pro Sekunde rein. Ich glaube, da geben wir mal noch mal ein bisschen Gas. Einfach, um auch mal zu Potte zu kommen. Jetzt haben wir eine knappe Minute, bis wir auf die andere Seite kommen. Wir könnten natürlich auch einfach die Station drehen, aber heute sind wir mal die, die sich annähern. So. Ich drehe es jetzt mal so, dass ich für meine Navigation weiß, was ich tue. Okay, da ist der Dockingport. So, also wir fliegen jetzt sehr flach drüber auf die andere Seite. Da wird dann gebremst und dann gehen wir in Docking-Modus über und machen das über unseren Docking-Port tatsächlich. So, sehr schick. Und Zeit zu bremsen.
Gut, ich würde sagen, wir nehmen das Docking tatsächlich so mit. Ups, das ist ganz schön nah, ne? Sehr schön. Geht das noch so? Können wir uns noch drehen? Haben wir genug Spielraum, um uns zu drehen? Ja. Knapp, aber wir haben. Sehr schön. Okay. Dann brauche ich jetzt einmal kurz Nase hoch. Bestell schon mal neue Solarpanels. Was ihr immer für Dinge seht, das sehe ich ja so gar nicht, ne? So, mal kurz gucken. Wo ist denn da ist der? So, jetzt ein bisschen vorsichtig annähern. Mal gucken, dass wir nicht zu nah an die Station kommen. Das ist immer ein bisschen blöd abzuschätzen, natürlich. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen funktioniert's. Ups, angedotzt, seht ihr? Da geht's schon los. Da war ich aus der Drehung, glaube ich, ein bisschen raus. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Zip. Kurz erstmal abbremsen, dass hier nichts Schlimmes passiert und ausrichten wieder auf den. Auf den Port. So. Jetzt aber. Oh, shit. Ah, fuck. Ich habe das Triebwerk angehabt und bin gerade auf Shift gekommen. Das war nicht so gut. Und das ist dann mit der Kontrolle auch nicht so gut. Oh, das war gerade nicht so super. Kurz Gegenschub geben. Da habe ich nicht sauber drauf geachtet, welche Tasten ich so berühre. Kurz mal den Rückwärtsgang wieder rein. Hoppla. Das wäre beinahe schief gegangen. So. Gut, jetzt aber. Ja, mit Absicht nochmal spannend machen. Nee, das wäre schön, aber. Das war tatsächlich jetzt irgendwie kurzer gedanklicher Aussetzer. So, das passt von der Richtung schon mal. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass der Winkel nicht zu steil wird. Glaube, ich komme fast ein bisschen. Ja. Bisschen zu sehr auf Kante rein. Mal jetzt kurz gucken, welche Richtung meine ist. Die Richtung, alles klar.
So, ich denke mal, jetzt haben wir hier langsam einen halbwegs guten Winkel zum Andocken. Ich hoffe, seitlich passt es auch. Naja, geht so. Mal gucken, ob es reicht. Ja, ich glaube, das hat gegriffen. So, SAS aus, damit sich das antüdeln kann. Und wir haben einen Shuttle Dock. Sehr schön. So, das war doch ein bisschen schwieriger erwartet, als erwartet heute, aber so ist das manchmal. Puh. Genau. Eigentlich auch ein schöner Tipp, mal das Triebwerk einfach auszuschalten, wenn ich es gerade nicht brauche. Fehler, Absicht. Ja, genau. Das lässt mich dann sympathischer wirken. Deshalb mache ich das, weil nichts so sympathisch ist, wie die nächsten 30 folgende Rettungsmission zu bauen. Mist, jetzt wurde auch noch meine Art und Weise, das zu tun, enttarnt. So, wir wollen aber eigentlich hier einmal auftanken, um Himmels Willen. Und dann wollen wir Igruschka und Winter einsammeln und uns auf den Heimweg machen. Das ist so der Plan für den heutigen Flug. Also wir werden mit dem Shuttle gar nicht so lange hier bleiben. Und die Glaskuppeln sind Cupulas aus dem USI-Mod. Die müssten aus dem USI-Mod sein, meine ich. So, das ist Sitzplatz, so. Zack, also das ist jetzt kurz der Betankungsvorgang. So, das heißt, wir können auch im nächsten Schwung, glaube ich, mal relativ exklusiv Liquid Fuel herstellen, damit wir das ein bisschen ausgleichen können. Dass wir hier gerade einmal unser Raumschiffchen, ich glaube, sogar komplett betankt haben. Ja. So. Und dann müssen wir mal schauen. Ich hoffe, die sitzen hier im Crew-Container. Jawohl. Ach, Jannekai ist es ja. Stimmt nicht. Nicht Igruschka müssen wir mitnehmen. Jannekai. Zack. Ab. Na? Hallo? Hä? Bitte umschalten. Bitte umsteigen. Hallo? Irgendwie will er gerade nicht. Transfer Crew, Winter Kerman. Da rein. Von mir aus auch da rein. Ich bin da nicht so. Hä? Warum macht das jetzt nicht? Irgendwie funktioniert Crew Transfer gerade nicht. Hallo? Aber wenn nicht, gibt es eine EVA. Jannekai? Umsteigen, bitte. Ach, Jannekai macht das, seht ihr? Jannekai hat sich da nicht so. Genau, also wichtiger Punkt: Das ist kein SSTO, das ist einfach nur ein Shuttle, was hin und her fliegt. Ganz wichtiger Part. So, hier ist jetzt Jannekai hoffentlich drin. Sehr schön. So. Und das ist ein Atomtriebwerk, das kriegst du im Standardstock. Tech-Tree auch später zugeworfen. Das verbraucht tatsächlich nur Liquid Fuel und keinen Oxidizer. So, und damit haben wir die Crew eigentlich zusammen. Essen hatten wir eigentlich auch noch mehr als genug. Ich gehe jetzt einfach mal auf Undock und hoffe das Beste. So. Zack. SAS an, RCS an. Control. Nee, Control from hier brauchen wir gar nicht. Ich gehe nochmal sicher, dass wir wirklich Control from hier haben. So, und dann müssten wir eigentlich nur.
Bisschen Gegenschub gehen. So, wir haben Essen für 45 Tage. Wir haben genug Habitation auch noch am Start im Moment. Sehr schön. Da hinten ist auch schon Kerbin zu erkennen. Das heißt, wir entfernen uns jetzt mal ganz vorsichtig von unserem Dock. Irgendwo, genau da hinten im Dunkel, wartet nämlich auch schon das eigentliche Raumschiff, was dahin gehört. So, das heißt, wir können jetzt mal hier ein bisschen Platz zwischen uns und die Station bringen, damit wir dann gefahrlos unser Triebwerk zünden können. Und es sind dann für den nächsten Halt eingeplant bei Kerbin, an der Kerbin Space Station. Und dafür starten wir in die Richtung hier, bei der nächstbesten Gelegenheit. Und machen uns aus dem Staub. Das ist dann in 12 Minuten der Fall. So lange werden wir noch. Werden wir noch ein wenig wegdriften von unserer Raumstation. So, da müssen wir jetzt nochmal gucken, ob das auch passt. Aber ja, sollten wir eigentlich, weil die Raumstation sich in die richtige Richtung dreht. So. Genau, Reaction Control System sind im Prinzip diese kleinen Cold Gas Thruster hier in unserem Falle, mit denen man so kleine Korrekturmanöver durchführen kann. So, wir driften jetzt mal noch 12 Minuten lang gemütlich von der Raumstation weg, bis unser Manöver fällig wird. Eigentlich können wir in der Zeit auch mal schnell schauen, dass wir das andere Docking machen, oder? Zack. So, dann vergessen wir das hier nicht. Ich meine, 11 Minuten ist eine Menge Zeit. Dann verschwenden wir die nicht. Schwupp. Und dann können wir hier ganz schnell mal Controlroom hier. Und genau, du willst dahin. So, zack. RCS ist an. Du willst darüber und du willst daran. Richtig, richtig. Sehr schön. So, dann haben wir nämlich wieder alles beisammen. Gut. Das kann sein, die Reaction Control Thruster, die ersten kommen auch erst. Drittes Tech-Level, glaube ich. Kannst das Ding auch landen? Das ist eh leer und sollte mal wieder Sprit holen gehen. Ja, dafür würde ich aber gerne ein bisschen mehr Sprit initial reinpumpen. Glaube ich. Damit wir ein bisschen mehr Toleranz haben. Also jetzt gerade würde ich es nicht landen. Und wir müssen auch erstmal wieder Sprit herstellen unten. Eins nach dem anderen. Geht's Luis eigentlich so? Okay, Habitation ist ihm mittlerweile alles egal und Essen ist noch für 167 Tage an dem Ding dran. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. So müssten alle Kerbonauten arbeiten. Wie funktioniert Habitation? Also, es ist im Prinzip ganz einfach. Jede Kapsel hat erstmal eine Base Habitation von, ich glaube, 7 Tagen für einen Kerbal, also für jeden Sitzplatz, den sie anbietet. Und danach hat man halt noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, 15 Tage. Wenn die Habitation abläuft, dann
wird der Kerbal zu einem Tourist. Also er verweigert halt die Arbeit. Du kannst keine EVAs mehr machen, kann keine Raumschiffe mehr steuern und so weiter und so fort. Und das Ganze ist gekoppelt mit Homesickness. Also Homesickness ist quasi so der höchste Wert an Habitation, den jemand jemals hatte. Und Habitation kann man auch refreshen, indem man mal in ein anderes Raumschiff reingeht. Also es ist ein bisschen so der Aufhänger eigentlich, um dafür zu sorgen, dass man nicht die Kerbals für sehr lange Zeit in eine sehr kleine Blechkanne steckt. Damit sie auch ihre Arbeit noch ein wenig länger tun als nur die ersten paar Meter im Orbit. So, seitliches Alignment sollte passen. Höhe sieht auch gar nicht schlecht aus. Das heißt, wir können jetzt eigentlich relativ gut über die Stelle hier docken, oder? Ein bisschen rüber noch. Akkuschrauber sind gefährlich. Oh ja, Akkuschrauber sind sehr gefährlich. Okay, jetzt sind wir ein bisschen zu weit drüben auf der Seite. So, ich glaube, so passt das ganz gut. Das sollte okay genug sein für unsere Docking-Ansprüche. Und das Ding ja jetzt hier nur wieder ransetzen, damit es nicht wild im Weltraum rumdengelt. Nicht ganz perfekt, aber nah genug. Safety Light kam wieder aus. Gut, dann sind wir hier vorbereitet auf die nächste Runde tanken. Können hier eigentlich auch schon mal den Knopf aufdrehen für eine Betankung vorbereiten. Dann wird es nämlich mal wieder Zeit, tatsächlich irgendwann eine Ladung Sprit zu holen. Wir haben jetzt nämlich so viel auf der Raumstation gar nicht mehr eingelagert. Vor allen Dingen Liquid Fuel geht langsam alle und unser Erzabbau sollte langsam auch ein bisschen was gebracht haben. So, hier ist wieder alles safe. Labor ist hoffentlich auch eingeplant. Ist es nicht? Das können wir direkt mal auch noch in die So, wir wollen Genau, sehr schön. Okay, in 82 Tagen ist hier das Science-Labor voll. Sehr schön. Okay, dann heißt es jetzt, komisches Flugzeug finden, das hier irgendwo in der Nähe rumhüpfen sollte. So. Und Switch to, denn in 6 Minuten ist unser Manöver fällig, mit dem wir uns in die Kerbin-Umlaufbahn zurückbegeben. Wir sind mittlerweile auch echt ein Stück von der Raumstation weg. Ich glaube, ist sie das schon? Nee. Minmus Space Discovery, Delivery. nominal Mako, Ohms 1, not Ich required. krieg noch einen Herzinfarkt, Servus-Russe. Vielen lieben Dank für die 100 Bits und den kleinen Schock zum Wachwerden. Wo ist es? Minmus Lander? Ne, da ist sie. Minmus Space Station, 890 Meter. Ja, das ist genug Abstand, dass wir mit gutem Gewissen unsere Triebwerke zünden können. Halbzeit ohne Verletzte. Ja, das stimmt. Sogar eine. Die Jannekai ist ja sogar auf dem Weg zum Arztbesuch, also nicht nur ohne Verletzte, sondern wir sind tatsächlich. Oh, guck mal, heute scheint Planet Shine mal zu funktionieren. Schön, die meisten Tage zickt es ja ein bisschen rum. Aber heute scheint es zu funktionieren. Das wirkte auf jeden Fall so, als ob wir grünliches Licht auf unserem Shuttle hätten. So, ein bisschen noch. Jawohl, Dankeschön. Das wird auch nur ein kleiner Schub. So, wir sind unterwegs in Richtung Umlaufbahn, um
Kerbin zurück. Sollten uns jetzt gerade auch mit relativ großer Geschwindigkeit. Wo ist sie denn? Von unserer Raumstation entfernen. Jawohl, zumindest wird es mehr. So, 1,5 Kilometer und schnell steigen, denn wir verlassen jetzt die Minmus-Umlaufbahn. Und können uns dann gleich mal angucken, wie wir das am besten angehen. In einem Tag und 2 Stunden haben wir den Escape. Das heißt, wir werden dann hier irgendwo die Bremsung einleiten. Aber da wird es jetzt natürlich mal spannend zu gucken, wie wir das machen, um in der Bremsung am besten auch direkt die Kerbin Space Station mal anzupeilen. Zumindest so ungefähr. Also wir haben wieder kräftig Delta V zur Verfügung. Wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. Hui, hui. Tausende Gravity Assists sind möglich, aber die wollen wir alle gar nicht. So, und jetzt schauen wir mal. Wir kommen der Sache näher. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir auf der Höhe ungefähr einschlagen, sind wir... knapp hinter ihm. Okay, das heißt, wir werden in unserer Höhe ein wenig unter seinen Kurs gehen. Also so niedrig jetzt nicht, wie es hier gerade zu sehen ist. Dann gehen wir nämlich alle drauf. Aber so ungefähr auf 80 Kilometer schadet wahrscheinlich nicht. So, dann können wir nämlich auf der PE unsere Bremsung einleiten. Können uns dann in einen Orbit unter der Raumstation mogeln. Wie viel hat die? 170, 130, ja. 110, nee, 124 zu 126 hat der momentan als APO. Wir sind dann gar nicht so weit weg, da kommen wir dann gut hinterher. Das heißt, wir haben da ein schönes Manöver in einem Tag. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir auch das nächste Manöver, was stattfindet. Das heißt, ich speichere jetzt einfach nur das Manöver ein, damit uns die Alarmglock rechtzeitig aus dem Bettchen reißt. Oh, und die Habitation ist doch relativ knapp, muss ich sagen, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Dadurch, dass wir jetzt hier alle zusammen drin hängen, 23 Tage, ist aber, glaube ich, kein Problem. Wir sind in 10 Tagen zu Hause. Da können wir die dann absetzen. Da bekommen sie frische Habitation, weil sie eine neue Raumstation sehen. Also von daher ist das knapp, aber machbar. Ich weiß gar nicht, ob das mit 4 Leuten gut gegangen wäre. Da müssen wir uns auch nochmal angucken, ob das dann so hinhaut alles. Gut, ich würde sagen, wir zoomen uns an unser Manöver ran. Winken Minmus nochmal. Und machen uns auf den Weg nach Hause. Aber ich glaube, wir können einen höheren Zeitraffer ansetzen. Denn sonst kommen wir da gar nicht an. Hui, so. Die Zeit wird natürlich jetzt kurz mal runtergenommen von unserem Sphere of Influence Change, weil wir jetzt in der Umlaufbahn um Kerbin sind bereits. Und tickert jetzt nah ans Manöver ran. Da holt uns jetzt die Alarmglocke glücklicherweise raus und wir müssen einmal eine Bremsung mit 173 Delta V hinlegen. Das wird eine Burntime von ungefähr 47 Sekunden mit dem Shuttle. Also, sieht gar nicht schlecht aus. Das ist übrigens der erste Einsatz des Shuttles jetzt, dass es wirklich mal seinem Job nachkommt. Und bisher scheint es zumindest für das, was es tun soll, nämlich zwischen den Raumstationen zu pendeln, scheint es ganz gut zu funktionieren. Gut, und ich würde sagen, ich bremse jetzt langsam mal. Kurzen Moment noch. Und los. So, das Ganze wird uns jetzt hoffentlich in eine Umlaufbahn, nein, nicht hoffentlich, sondern wir sorgen jetzt dafür, dass wir in eine Umlaufbahn knapp unter der Raumstationsumlaufbahn kommen, weil die Prognose sagt, wir werden hinter ihr rauskommen. Also sie sagt, Target Position ist hier, wir sind hier, das heißt, wir wollen sie einholen und dafür müssen wir einen niedrigeren Orbit fliegen, denn eine kleinere Kreisbahn ist logischerweise eine schnellere Kreisbahn.
Und was wir dann noch vorbereiten müssten, ich glaube, wir haben noch kein 0815 Standard-Vehikel, mit dem wir Leute von der Kerbin Space Station zurückbringen oder so. Ich weiß es noch gar nicht.